Dann kaufen wir uns den Mod da mit 19.000 und ein paar Ballen und dann können wir das schon laden und dingen und machen und tun. Da können wir einstreuen, weil das wir brauchen. Ja. Gut, dann kaufen wir mal das. Ja, möchte ich kaufen. Frontleiter haben wir, gell? Dazu brauchen wir jetzt noch eine Ballenzange. Ja. Wir brauchen Strohballen. Nehmen wir eckige oder runde? Was willst du haben? Egal. Brauchen Stroh oder Heu? Stroh brauchen wir. Nee, Stroh brauchen wir nicht. Also wir brauchen Stroh, ja. Was heißt, Hier wir brauchen nehmen. wir Stroh. Und für die andere Kacke brauchen wir überall auch noch Heu. Ja, beim Heu ist halt die Frage, wie, ob man das als Ballen nehmen kann oder nicht, weil Heuballen kann man ja nehmen. Also hier brauchen wir halt Stroh. Ja, ich Mein mach Heu mal. ist ja wiederum eine ganz andere Baustelle. Ich nehme. Ja, aber Heu brauchen die nicht, gell, ne? Ne, die nicht. Ist gut, dann fassen wir jetzt Frontlader ohne Dings runter mal. Ohne Vordergedönse drauf. Weil Ja. du kriegst ja dann einen Ballenspieß. Wir müssten halt hier noch irgendwas machen, damit wir nachfüllen können immer. Weil der frisst halt, na gut, ja, du lässt ja jetzt auch voll laufen. Das ist natürlich auch nicht so optimal. Ja, das kann ich jetzt herunterstellen. Weil wie du siehst, im Tiertab frisst der schon recht dein Jo. Wasser. Ja, Wasser ist jetzt nicht so. Wo ist ein Wasser Ja, da? das muss ja jemand dort stellen. Wasser. Öfter. Kannst du ja jetzt nicht einfach so nachfüllen. Ja, schon, da können wir ja dann irgendwo einen kleinen Schlepper mal uns organisieren als Mod oder so und dann einen kleinen Schlepper hier oben stehen lassen, der immer alles macht. Genau, was ich aber gucken wollte ist, ich wollte jetzt mal was testen. Was haben wir? Ausgaben. Wie sieht man denn das am besten? Da. Am Tag haben wir Ausgaben von, es ist schwer zu sagen, Betriebskosten Fahrzeuge, Mietkosten Fahrzeuge, neue Fahrzeuge, neue Fahrzeuge. Jetzt haben wir natürlich neue Fahrzeuge gekauft. Aber wenn man so durchgeht, haben wir Ausgaben. Lohnzahlungen, okay, das ist halt natürlich eine andere Baustelle. 47.000 minus 7, also 27.000 haben wir Ausgaben. Am Pro Tag. Tag. Am Tag, ja. Ja, würde ich was? Ja, Betriebskosten Fahrzeuge sind 4.000. Mietkosten Fahrzeug ist 6.000. Ja, wir haben doch nichts. Doch, Nee, das. die komische Gedöns-Dingsbums da. Wobei, warte mal, es ist Samstag gewesen. Heute ist halt ein neuer Tag. Müssen wir mal gucken, was heute so rauskommt. Man, heute sieht es noch schlechter aus, aber. Wenn man. Neue Tiere 64.000. Mal zwischendurch speichern. Ja, da eh auch das Safe drin. Wir müssen halt wirklich, ja. Ja, er sagt in erster Linie ja. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist scheiße. Wir bräuchten irgendeinen Manager, müssten wir einstellen, der uns das Ganze managt und uns mal sagt, wo können wir einsparen, wie könnte man das machen, wo was wäre gescheit. Von Manager. Brauchst extrem Statistik. Das wäre auch noch was. Dann würde er uns das schon sagen, aber haben Der wir will nicht. uns das schon sagen, nur man muss es halt machen. Weil sonst werden wir echt bankrott gehen. Ja. Weil wir haben die Aufnahmesession mit 180.000 gestartet. Jetzt sind wir bei 136.000. Du hast aber auch fucking Dinger gekauft. Ja, weil die haben uns noch keine Einnahmen gebracht. Ja, ist bei allen Investitionen so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wie soll ich jetzt das Heu mitnehmen? Ist mir doch egal, mach was du willst. Ja, jetzt sind wir mal real. Du kannst ja mal das Stroh kannst ja ganz normal in diesen Silo-Dingsbums reinfüllen, mal unten. Dann ist das schon mal voll, da kannst du mit denen vollen schon mal hochfahren.
Meinst du, es geht? Ich meine, ich brauche hier da Druck dran. Na sicher, kannst du ihn befüllen. Weiß ja nicht, ob man mit dem Hänger vielleicht runterfahren kann und auf dem Hänger draufladen und dann wieder abkippen. Das weiß ich nicht, ob das geht. Das ist die gute Frage. Können wir machen. Türe öffnen. Wäre jetzt mal abkippen. Ich könnte ja im schlimmsten Fall mit einem Dingswagen runterkommen. Mit einem Baumwagen, dann können wir es dort draufladen und dann damit hochfahren. Das könnt ihr machen. Kommen wir mit denen runter. Aber dort können wir es wenigstens fixieren. Moment mal. So. Okay. Gerade selber überfordert erstmal. Wenn es so macht und sagt dann das. Das ist ja irgendwie so eine Ladewand. Den muss das eigentlich nur oben reinkippen. Den Ballen. Was ich so in Erinnerung habe, da verschwinde. Wir brauchen F1. Feichenraum, ich Idiot. Muss ja runter und nicht dahin. Läuft Problem bei. Na, ist halt, dass der das irgendwie alles nicht so richtig annimmt. ja, warten, ich komme schon mal mit der LKW, dann gucken wir mal. Schauen wir uns die ganze Sache mal von nahe an. Ja, aber du hast schon die helleren Ballen, nicht die grünen. Ja. Aber das müsste ja dann klappen nochmal. Oh, wohin denn? Bis du da wieder zusammenfährst. Wie soll denn das gehen? Ich da überall drauf. Ja, so in etwa. Jetzt häng dich mal vorne dran. Oder muss da runter? Ne, normal muss ich herumpassen sein. Ankurbeln. Dann da die Klappe schließen. Und dann irgendwie starten oder so. Geht das nicht? Das Gerät zuerst auffüllen. Aber wie war's? Ja, auch mal anschauen. Auf Geht halt alles 1. nicht. Aussteigen, Gerät wechseln, Tür öffnen, hier abladen. Nee, das wollen wir ja eigentlich nicht. Mit der Tür habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Wenn wir das jetzt mal so oben lassen und den da so reinwerfen, geht das nicht? Liegt der schon drauf? Ja, aber rein, nicht drauf. Drehen wir das so zusammen? Nein. Natürlich nicht. Hast du überhaupt gekauft? P-Max. Einstreuen, ja, laden Strohballen, um den Boden des Kuhstalls mit Stroh bedecken zu können. So müsste er normal schon drin sein.
Oder er kann wirklich eine Runde ballen. Aber dann vor dem Besen. Er wird das nicht können. Ach, jetzt ist er befüllt. Wie hast du das jetzt nicht gekriegt? Ja, weil er drin liegt. Da muss er halt ganz drin liegen, nicht da. Verstehst du? Und das heißt für uns jetzt, jetzt ist der befüllt. Genau. Jetzt kannst du irgendwo den Arm da oben noch irgendwie bewegen, wenn du auf Geräte wechseln gehst, glaube ich. Wir sind ja schon in dem Gerät drin. Ja, irgendwie muss der dann noch den ganzen Arm da oben bewegen können, den Auswurfarm. Kannst du ja nicht, du kannst ja eine Tür öffnen und irgendwie. Wahrscheinlich übers Ablademenü. Tür öffnen, Geräte wechseln, abkoppeln. Tür öffnen ist ja hinten das Ding. Genau, aber du musst ja wohl. Du hast ja so vorne so einen Arm dabei, siehst du ja. Ja, ich weiß. Weil meine Steuerung niedrig. Achso, das macht er dann, wenn er. Okay, das macht er automatisch. Gut. Ich glaube zwar trotzdem nicht, weil das was bringt, weil in der Beschreibung steht, dass es nur für die. Das ist für das Einstreuen. Ja. Um den Boden des Kuhstalls mit Stroh bedecken zu können. Ja, bei der Schweine wird das ja gleich funktionieren wahrscheinlich. Also fahr mal. Ja, keine Ahnung, ob du mir jetzt noch ein paar Ballen drauf tust oder nicht. Ja, kannst du per Autoload nicht irgendwie? Ja, kann ich mal testen, ob Autoload akzeptiert wird mit Ballen, aber ich glaube nicht, oder? Für alles Entities. Nein. So kannst du nicht reinstecken. Also ich kann auch reinstecken. Ja, aber nicht so da längs nach, du musst immer quer, ist leichter. So, ich brauche Autoload linke Seite. Locker machen und dann B. Nee. Musst du drauf klatschen, irgendwas. Ich mache hier erstmal gar nichts. Du könntest einfach das hintere Gefährt abstecken. Nee. Durch. Ja. So, auch mal so. Habe ich doch alles von dir gelernt. Mehr nicht mal nett. Nee, mehr nicht mal nett mit. Da fahren wir lieber. Komm, wir schauen erstmal, ob es überhaupt geht. Da fahren wir lieber nochmal runter mit dem Schlepper und mit diesen Einteilen. Aber pass auf, dass du den Ball nicht verlierst. Der liegt doch drin. Ja, kann ja trotzdem rausfallen. Ich fahr, meinst du? Ich fahr doch wie ein Profi. Ach Gott, ach, Gott, Gott. Das ist so herrlich. Zum Glück ist endlich Frühling. Komm mal hier, hey. Endlich weitermachen. Gut, ist ja, dass in Real Life Schnee liegt, aber gut. Ja, bei uns nicht, aber. Warum ist eigentlich bei euch nichts los? Mit viel was liegt. Das liegt nur halt das, was noch übergeblieben ist, aber. Bei uns hat es ja am Montag erst wieder geschneit. Nee, nicht Montag, vorgestern war's. Bei uns ist das echt arg. Normal ist bei uns immer so viel Schnee, aber es wird immer schlimmer zu Jahr zu Jahr. Das heißt, du musst doch keinen Schnee schöpfen. Nö. Nee. Das ist ja geil. Wie soll denn das Wetter werden? Keine Ahnung. Wir fahren jetzt Wetter von über 14 Tagen ab, aber. Hey! Da muss jetzt da rein, oder? Genau. Man weiß es nicht. Ich weiß es. Naja, es ist ja noch nächste Woche kommst du ja schon, wenn man das Video rauskommt, glaube ich, oder? Ja, ja. Nächste Woche? Warum kommt das Video erst nächste Woche? Nein, wenn das Video rauskommt, wenn die Leute das sehen, dann nächste Woche darauf, vor einer Woche kommst du. Ja. So meine ich das. Ja, könnte man sagen, ja.